Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns in No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. So, in der letzten Folge haben wir uns das mit den Vaikinen beschäftigt. Wir sollten nun zu den Korvax. Auf dem Weg dorthin gab es einen Frachterkampf. Ich hätte ihn ignoriert, da wir eine S-Klasse haben. Mir ist aber aufgefallen, dass wir nur einen mit vier Segmenten hatten. Diese hier. Also habe ich geguckt, ob wir einen größeren finden. Gibt einen mit 6. Da dachte ich, den hole ich uns mal. Ja, das hat sehr lang gedauert. Und habe schlussendlich dann einen bekommen für uns. War bis zwar rot, kann man ja aber auch ändern. Das einzige Problem war, ich habe vergessen, die Technologie auszubauen. Und musste die komplett neu sammeln. Nach 3 Stunden, in dem nicht der dritte Hyperantrieb in S truppen wollte, hatte ich dann aber erstmal die Schnauze gestrichen frei. Also fehlt hier leider jetzt noch ein S-Hyperantrieb. Das werde ich vielleicht irgendwann noch mal ein, zwei Versuche machen. Musste natürlich, da es nicht gespeichert war, also übernommen wurde, musste ich hier alles selber neu bauen. Hab das jetzt so gemacht. In der Farbe sind diese Flottenkommandoräume. Gut, können wir jetzt eh nicht viel mit anfangen, haben noch keine Fregatten. Da ich die. Hier würde es noch einen Wendenreiter geben. Mit alten Gängen. So schöne Breite mit schwarzem Fußboden. Die habe ich nicht, da ich hier noch nicht so lange spiele. Deshalb müssen wir uns mit diesen leeren Räumen begnügen. War nicht so hübsch. Ich hätte auch lieber diese breiten schwarzen Gänge. Könnte man dann schön Raum dran setzen. Hier vorne habe ich uns das schön in schwarz-rot. Das sieht sehr gut aus, finde ich, gestaltet. Der Tisch war dabei. Und dieses Becken, da hatte ich jetzt noch keinen anderen Platz für. Und den Planetarscanner hier hingestellt. Portal da. Hier drüben in derselben Farbe das Handelszentrum. Und in der Etage haben wir jetzt, da ich mich nicht sonderlich gut erinnern konnte, stehen jetzt einfach die Lagerwelt herum. Da ist der letzte. Und oben habe ich direkt verkürzt auf nur die halbe Etage Pflanzen. Wie ihr seht, es hakt jetzt auch überhaupt nicht mehr. Also angeblich kann man 21 mal 21 Räume und 13 Etagen hochbauen. Da man aber, da das ganze Spiel anfängt rumzuhaken und fast abstürzt, sobald man eine Etage voll ausbaut, lassen wir das mal lieber. Wir müssen dann noch gucken, wie viel Geld uns das bringt hier. Ob sich das überhaupt lohnt, das ab und zu mal zu machen. Jetzt haben wir 887 Millionen. Will ich einfach mal einsammeln gehen. Genug Platz müssten wir haben. So, wie ihr seht, ich habe nicht weitergebaut. Ich habe das so gelassen. Nur die Hälfte. Habe jetzt hier noch so einen Ausguck gebaut. Falls man mal möchte. Also wir hätten ja bis da hinten bauen können. Aber das verkraftet irgendwie das Spiel nicht. So. Hab einen Teleporter, um wieder nach vorne zu kommen. Okay. Jetzt nicht einsammeln. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Sehen wir ja dann, wenn wir einfach an ein Handelsterminal gehen. Auf der Seite habe ich natürlich exakt dieselbe Größe gebaut.
Wenn wir hier einfach einmal rumlaufen. Ah. Hab ich nicht weitergebaut. Hab ich wohl vergessen. Naja, so schlimm ist jetzt auch nicht. So, einmal alles einsammeln. Da gibt es bestimmt irgendwie ein besseres System, hier lang zu laufen. Für das erste Mal müsste es reichen. Ja, er nimmt nicht jede mit, wenn wir durchlaufen. So. Ich wollte jetzt hier aber auch nicht langsam durchlaufen. Aber hilft ja wohl nichts. Dann sehen wir auch direkt, wie viele Pflanzen uns, also wie viel Beutelgift uns das gegeben hat. Und wenn das ein bisschen Geld einbringt, wir müssen das ja nicht immer machen, nur wenn wir mal wieder was brauchen. Man braucht nur für Fregatten, neue Schiffe und sowas ja das Geld. Oder für Upgrades, aber dafür haben wir auch Module. So. Und dann werden wir das mit dem Korvax machen, so wie wir das geplant hatten. Die Mission weiter von Apollo. Nein, gar nicht wahr. Die war von Null. Genau. Die Mission war von Null. Die werden wir dann weitermachen. So, den Raum haben wir. Müssen wir drüben noch ein paar einsammeln. Und dann mal schauen, ob uns das ein bisschen Geld gebracht hat. Weil eine Riesenfarm für diese Stase-Geräte habe ich nun gar keinen Nerv. Da musst du hier anpflanzen, da anpflanzen. Das kombinieren, du brauchst sehr viel von dem einen. Musst daraus erst was anderes machen, wieder was anderes, um dann irgendwann Stase-Geräte zu kriegen, wo 1,15 Millionen bringt. Super. Mal auch direkt lassen. Also wir dürfen hier nicht schnell durchlaufen. Bisschen schade, weil das, wenn wir E gedrückt halten, das dauert seine Zeit, bis er einmal rum ist. Wir würden zu schnell durchlaufen. Dann müssen wir jeden Gang ja noch ein zweites Mal zum Teil. Aber wir können ja im Kreis und den machen wir immer enger. Wie beim Rasenmähen. Einfach in der Etage. Mal Kreis und immer ein bisschen enger dann. Am Ende landet man dann in der Mitte. Und dann reicht es auch mit den Frachterkrams. Wir haben jetzt den, hoffe ich, den größten noch, aber auf nochmal lasse ich mich da nicht ein, ein Nest zu suchen. Wir behalten jetzt den hier, der ist super groß. Das Einzige, was wir vielleicht machen werden, ist ihn umfärben. Also von außen. Müssen wir dann einfach mal schauen. Aber nicht jetzt. Heute wollten wir erstmal Missionen machen. Oh, dann wollen wir mal unten gucken, was das wert ist, also was uns das jetzt bringt. Wert ist ja 61.000. Mal schauen, wie viel wir haben. So, so ist es. Das. Ja Gott, wo ist es denn?
denn das eingesammelt? Was ist denn das jetzt für ein Trick? Ah, hier ist es. Ist ja nicht mal das Lager voll geworden, ist ja Pillepalle. Können wir aber von hier... wir können auch Frachter verkaufen. So, Beutelgift. 623 Stück haben wir eingesammelt. Das ist eine ordentliche Menge. Dann 35 Millionen. Geht doch für, wenn man es braucht. Also die Stasi-Geräte würden mehr bringen, aber das ist viel zu viel Aufwand. So, wir wollten jetzt in das Korvax-System. Der sieht aus, als würdest du ihn aufladen vorne und dann springt der Kopf ab. Sonne da hinten. Entdecker im B. Komisch Silber. Ach ja, ich habe gestern noch ein... um zu den Frachter Upgrade zu kommen. Das ist ein Piratensystem. Den hier gefunden in Rot. Ist zwar nur B, aber vielleicht bauen wir den mal in S um. Ich weiß auch nicht, welche Farbe die Segel haben. Das habe ich noch nicht getestet. Aber er war nicht ganz hässlich, daher habe ich den einfach mal mitgenommen. So. Zeige euch den noch schnell einmal von außen. Und weil das Spiel jetzt... Warte, wo ist er denn? Das ist unserer. Wo wird der andere angezeigt? Auch nicht. Warte mal. Das ist unser Schiff. Aber oben rechts wird uns doch noch... So. Da. Da ich immer noch in dem System bin und den Frachter nicht weggebracht habe in ein anderes System, weil warum auch, können wir den aus dem Frachterkampf hier, der spawnt jetzt hier immer wieder, wenn wir hierher kommen. Wir können uns immer die Belohnung holen für einen Piratenkampf. Daher bleibt einfach der Frachter hier stehen. Ihr seht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Segmente. Unten ist auch nicht mehr so ein komischer Knubbel dran, hier so einer, wie wir zuvor hatten. Dafür hat der jetzt oben so einen Aufbau. Aber so schlimm ist jetzt auch nicht. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Und in das Korvax-System, was wir ja eigentlich vorhatten. So. Ah, da wird auch noch ein Frachterkampf angezeigt. Kann sein, dass der Frachter in unserem System jetzt verschwindet. Dann können wir ihn nicht mehr looten, aber wir haben die Teile ja hier. Es kommt jetzt wieder ein Frachterkampf, ey. Ich hab die Schnauze voll. Und hier war ein Wächterfrachter und auf den habe ich keinen Bock. Also bevor ich den richtigen Frachter natürlich gefunden hatte, musste ich auch erstmal dreiviertel Stunde Systeme abklappern. So, Korvax, da Raumstation. So, wo ist er? Da hinten. Ah ja, ist ja ein Kartograf, logisch. Der sitzt da ja mal ganz unter rum. So, Lava, Lava. Korvax-Geschichte. Ja, jetzt müssen wir hier auf irgendeinem Planeten sicherlich.
Aktualisiere die Mission. Wo müssen wir hin? Rufe nicht vorhandene Daten aus anormalen Gebäuden ab. Der Kartograf hat den ungefähren Standort markiert. Übrigens Daten, um das Vertrauen der Korok zu gewinnen. Ja. Ach, Verzeihung. So, und höchstwahrscheinlich müssen wir das dann mit den Gecko nochmal machen. Lückenhafte Erinnerung. Ja, Supercomputer kann sich nicht erinnern. Beschädigte Daten. Müssen dann mal scannen. Ich habe nämlich chronische Unlust, das Ding zu Fuß zu suchen. Aber es ist ein Inselplanet. Das dürfte ja dann nicht so schwer sein. Oder ist hier sehr viel Nebel? Gott, hier ist... Nee, was ist denn das? Ist das jetzt Wasser? Nee, das ist Wasser. Ich soll unter Wasser suchen. Der ist ja witzig. Muss ich ja erstmal irgendwo landen. Aber hier gibt es nicht ein... Gebäude. Aber da wäre immerhin eine Insel. Ja, was zum Gottes Namen? Ihr habt das Rote auch gesehen, oder? Prinzipiell fallen wir jetzt ins Wasser. Ich habe noch irgendwas Rotes. Ah, da liegt ein versunkener Frachter. Echt jetzt? 1000 Meter. Ja, der spinnt ja wohl. Wie schnell ist denn das blöde U-Boot? U-Boot. Muss unter Wasser. Ja, Alter, hier ist doch Wasser, du Vogel. Das ist im Henker? Mal die Güte, das Schwachsinnsding da irgendwo zu platzieren. Es ist wahrscheinlich sautief, das Teil. Wo ist denn hingebaut? Ja, ich kann... Aber wie der Planet mir jetzt schon nicht gefällt. Gott, jetzt... Och, der mal jetzt da zum U-Boot hier, oder was? Kein Treibstoff, ja. Da ist ja gar nichts aus dem Boot. Ja, Hydro, irgendein Scheiß. Also Hydro, irgendein Kack. Oh. Mein Gott. So, jetzt direkt die Landeplattform da. Kein Scanner, ich will auch nicht scannen, du Vogel. Boah, das geht nicht, ich muss aussteigen dafür, oder was? Also... Mit dem Frachterkampf will mich das Spiel ärgern. Gar nicht. Oh, einsteigen da jetzt. Warte, wenn er kein... Scanner ins... witzig. Da weiß ich jetzt ja gar nicht, wohin. Was zum Henker? Also auf so einem war ich noch nie. Hier lebt es ganz seltsam drin. Ah, okay. Die fressen sich gegenseitig. Und das Ding da scheint auch zu leben. Wir müssen jetzt jedes Mal... Ja, 800 nach rechts machen wir gleich. Was ist denn das? Im Sterben. Aha.
Pflanze. Ja, ich wollte das Tier zwar scannen, aber okay. Und hier war doch eben noch eins. Kann man eigentlich ein Unterwassertier zähmen? Bestimmt, wenn man rankommt, wa? Ja, ist klar, das Ding ist ja so schnell. Ja, wir kommen nicht dran. Ja, gut, das wird nichts unter Wasser. So, wieder zu dem U-Boot-Gedöns. Na gut, hier ist der Frachter, hier können wir prinzipiell eh nicht bauen. Aber die Leute suchen immer nach tiefem Ozean, um da eine große Basis zu bauen. Bin ja auf dem Weg dahin. Ja. Ist ihm die Richtung egal, oder? Können wir mal gucken, wie tief das ist. Und wenn der Community zeigen oder selber eine Computer hinstellen für eine Unterwasserbasis. Weil wie tief das ist, keine Ahnung. Müssen wir einfach abtauchen zum Boden. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding nach oben steuert. Und jetzt sind wir oben. Kann nicht so tief sein. Das blöde U-Boot einfach unten parken. So. Immer noch in die Richtung. Das war schon mal gut. Wir können ja dann wenigstens gucken, wie tief das ist. Aber Alter, dieses lebende Krebszellenzeug hier, das sieht aus, als würde sie im Moment platzen. Da ist ein Gebäude. Passt ja. Da sind Muscheln. Oh, und da ist. Wo war's denn? Bin mir fast sicher, ich habe da diese Kristalldinger gesehen. Ja, wir. Naja, gut, ich wollte das Ding da unten parken. Da. Ja, jetzt schieß halt drauf. So. Davon hat man nämlich bisher nur ein. Wieso gibt der mir Kohlenstoff? Ah, da, Perlen. So. Oh Gott, hier war ja schon wieder irgendwas. Hab ich mal von irgendeinem gehört. Weiß gar nicht, konnte man das Ding so töten? Nee, so nicht. So? Nee. Hm. Alternativ wechseln, ja, cool, haben wir nicht. Minenlaser. Wir haben nichts anderes eingebaut. Und hier, vielleicht bei dem anderen. Haben wir da irgendwas eingebaut? Minenlaser. Pulswerfer. Hartnäckig das Zeug. Minenlaser. Hm. Hier ist ein Plasmawerfer. Wie kann ich den nicht benutzen? Tarngerät, Plasmawerfer. Oh krass, wir machen gar keinen Schaden. Ne, ignorieren wir das blöde Vieh einfach. Ich am Arsch weg. Tja, dran vorbei. Hätte da jetzt nicht mit gerechnet, wa? Hier lebt doch schon wieder irgendwas. Ja, ob den Tentakel können wir nicht abbauen.
Naja, wo ist der Computer? Aha. Die Reagenzwürfel haben wir bekommen. Die müssen wir auch nicht herstellen. Hier ist das Buch der Vaikin. Hier sind noch ein paar von den dämlichen Modulen, weil ja Hyperraumantrieb nicht droppen wollte, weil warum auch? So. Wenn wir jetzt unser dämliches U-Boot, das schon wieder weg ist. Wo ist es denn? Hier unten mal parken. Dann müssten wir von oben sehen, wie tief das ist. Wahrscheinlich kann man mit dem Nautilon drauf schießen. Diese komischen... Ist jetzt aber nicht wirklich der Boden. Dieses Nautilon. Sinken. Du sollst sinken. Sag mal. Waren so schwer. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Mehr oder weniger. Und scannen einmal, wie tief das ist. Weil dann wird es ja viele so eine tiefen Stellen geben. Falls wir jemals oben ankommen. Aber wenn das nicht 100 U tief ist, bringt das gar nichts. Echt jetzt. Das blöde Schiff schon wieder hin. Ist doch nicht. Wo haben wir denn geparkt? Ah, da unten. Ja, oh, geil, kann ich nicht skinnen. Dieses Spiel. So. 57 nur tief. So, ab zum Kartografen. Der wird uns dann wahrscheinlich zu so einem kleinen dümmlichen Gag schicken. Erstmal ein bisschen surfen hier. Hier haben sie es ja mit Inseln richtig übertrieben. Planet. Aber diese Geschwülze da, die sehen echt seltsam aus. Seht ihr, da leuchtet schon wieder rot. Ob das vom Frachter kommt? Ey, warte mal, da... Ausrufezeichen? Was für ein Ausrufezeichen? Ah. Das Grauen aus der Tiefe wird uns hier auch angezeigt. Aber wir ignorieren das Ding einfach. So. Ja, das Licht scheint von dem Fracht. Oh Gott. Der mal auf. Nach oben zu fliegen. Licht scheint vom Frachter zu kommen. Immerhin kommen wir näher.
Also die Fische haben eine coole Form. Ja, jetzt will er nicht fliegen, oder was? Ich kann zaubern. Wir schweben. So, ab zur Raumstation. Wo schickt er uns jetzt hin? Muss deiner Zeit erledigt mit dem Korvax. So. Jetzt. Ah. Gag-Kartograf. Wer hätte das vermutet? Natürlich auch ein Teleport. Da wollen wir hin. Wir hätten einen Teleporter nehmen können, aber in dem System waren wir noch gar nicht. Wäre ja auch möglich gewesen, dass er uns in ein Gag-System schickt, in dem wir schon mal waren. Also haben wir gleich ein neues System bekommen. Mal schauen. 6 Planeten. Ja, die werden wir jetzt kurz mal durchscannen. Wir sehen, was wir hier haben. Weil zur Raumstation müssen wir ja sowieso. Liegt ja auf dem Weg, das Scannen. Feuerplanet. Ah, ein Inselplanet. Super. Der nicht gescannt werden will. Ah, nuklearer. So. Leerer Planet, das ist so schön. Verwildert. Und da haben wir noch einen. Mutierter Planet. Aber Warwächteraktivität. Die sind immer schön. Ich glaube, das sind die mit wenig Schwerkraft. Kann man super hoch springen. Also an Ressourcen, aus dem Metall könnte man Ferritstaub machen, um es dann entweder Ferritstaub zu benutzen oder weiter zu verarbeiten noch. Wir gucken mal, dann haben wir den wenigstens als entdeckt, falls wir mal zu so einem hin müssen. Dann wird er uns in dem System wenigstens angezeigt mit Name. Dann können wir lesen, was alles auf dem Planeten gab. Das scheint ein leerer Planet zu sein, auf dem kalt ist. Gucken, ist das so einer, auf dem wir gut springen können? Hm, alles fehlt, leer. Ja. Einer mit geringer Schwerkraft. So. Und zur Raumstation. Hm, wo waren die jetzt? Ja.
gehört uns. Ganz klare Sache. Wir hätten natürlich auch erst zu dem Gag fliegen können. Da gab's Fregatten. Also wir hätten auch erst zum Gag fliegen können, aber dass er uns so auf den Planeten schickt, ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich auf Verstrahlten oder sonst wohin. Aber da sind erstmal 4 Fregatten, die wir uns mal angucken dann. Die Mission ist nicht ausgewählt, der will einen doch verarschen hier. Wieder. Weil wir benötigen noch so ein paar schrottige Fregatten, damit wir endlich die Traumantenne bekommen. Oh. So, Lava, Lava, wo müssen wir hin? Aha. Gut. Aha. Man sollte erst lesen und dann springen. Müssen 2 Missionen machen. Ja, haben wir noch nie gemacht. Unsere ersten Mission. Also, nein. Oh Gott, was habe ich jetzt geklickt? Ah. Kreaturen eliminieren. Ja, aber rumschießen. Das kriegen wir hin. Bearbeitungsanlage überfallen. Und. Ne, die haben wir gerade angenommen, ne? Mission läuft, ja. Wächter eliminieren. Das dauert 4 Beine, das dauert ewig, bis er kommt. Sammeln. Nicht irgendwie was Schnelles. Die Schätze müssen wir wahrscheinlich erst finden, bevor wir sie abliefern können. Ja, dann schießen wir auf so eine blöde. So, jetzt laufen die Missionen. Müssen wir die auch abschließen oder? Ja, wir müssen die ernsthaft abschließen. So, Scheiß. Warum schickt er mich hier mal in den Katalog? Mir noch relativ, was die Gag für Probleme haben. Also, das müssen wir machen. Irgendwo drauf schießen, das können wir hin. Und auf dem Weg dahin werden wir einfach. Zum Betreten wird Kraft benötigt, ja, ja. Auf Schießen auf die Tür, wollte er sagen. Und auf demselben Planeten werden wir einfach auf 11 wehrlose Tiere schießen. Oh nein. Oh, oh, oh. Fast Impulsantrieb gezündet. Das ist jetzt aber nicht die Fregatte. Apollo will was von uns. Es tut mir leid, dass ich mich so spät noch melde. Oder so früh. Ich kenne die Tageszeit in deiner Welt nicht und das ist das Problem, nicht wahr? Ist in jedem Sonnensystem egal, also. Apollo bricht mitten im Satz ab. Sein Herz wirkt karmesinrot. Oh, herzig. Können Sie das Ding nicht rot nennen? Er hat mich gefunden. So wie er dich gefunden hat. Ich kann meine Beine nicht spüren, es ist seltsam. Ah, also er ist auf der Adlerstation. Ich bin noch hier drin, verstehst du das nicht? Es lässt mich nicht gehen, er hat mich gesehen. Irgendwas er sieht, ja, ist mir, wir haben bestimmt dasselbe gesehen. Ich atme nicht, warum würdest du so etwas behaupten? Der Atlas, er kann. Manchmal denke ich an meine Vergangenheit, meine Zukunft, manchmal. Ich tue das, was alle im Universum tun, was ich. Das weiß ich. Ich habe ein Verlangen, glücklich zu sein. Geld Tag für Tag Befehle befolgen. Das ist die Antwort, oder? Ja. Ey, warte, was? Geld? Geld ja, Befehle nein. Das ist ja jetzt. 2 in einem. Ist ja scheiße. Ja, machen wir das. Apollo scheint stürzt zu sein und schüttelt den Kopf. Letztendlich spricht er. Seine Worte tragen mehr Gewicht, als ob sie aus
einem organischen Halsstamm würden. Aha. Kann keine Sau lesen. An dieser Stelle sagt Apollo nichts mehr. Doch irgendwas, ich weiß nicht was genau, macht mir für meinen Freund und für alles Leben Hoffnung. Ja, er konnte aus diesen Hieroglyphen schließen, dass es Hoffnung bringt. Naja, scheiße, hab vergessen, ist Gag-System. Ja, C-Müll, da kommt wirklich, ey. Aber Helden. Glaube. Nein, oh, nervt nicht jetzt hier. Weltraumkarte am Arsch. Ja, oh Gott, ich habe keine Lust, Mission mit C zu machen. Gehen die in einer Tour kaputt, dieses Schrotthaufen. Trotz unserer Upgrades. Ja, haben wir uns die nicht eben gerade angeguckt? Aber ich bin nicht ganz sauber, ich bin dahin geflogen. Diese Gag, die gehen in einem so auf den Sack. Ah, gut, komm, mitnehmen. So. Waren es nicht vier? Na gut, dann haben wir ja doch alle. Oder haben wir das da hinten? Die Dinger sehen auch alle gleich aus. Ja, haben wir. So, ab auf den höchstwahrscheinlich ekligen Planeten. Verwildert. Angeblich keine Wächter, wer es glaubt. Nehmen wir jetzt erstmal 11 Tiere ab. Schießen die Tür auf. Beide Missionen erledigt. Und dann können wir wieder zu dem Gag-Kartografen. Nee, ungefährer Standort schon wieder ist doch nicht deren Scheiß ernst. Oh, landen! Und es ist natürlich Sturm. Ja, danke. Dürfen jetzt Tiere abknallen. Da hier ein Wächter rumfliegt, sollte man nicht direkt daneben ein Tier abknallen. Sag mal, der hat lila Fußboden, ne? Aber... irgendwas war doch mit der... war doch scheiß Wetter hier, ne? Siedende Monsun, naja. Schade. Wäre ein schöner Planet geworden sonst. So. Auf dem Planeten gibt es ernsthaft keine Tiere, oder was? Schwebender Kristall. So, wir scannen ihn und dann knallen wir ihn ab. Ich sehe ihn gar nicht. Ist er da? Also irgendwas schreit, vielleicht ist es richtig. Scheint tot umgefallen zu sein. Gott, könntest du mal sterben? Wo ist er denn hin? Schön. Wo ist er? Keine Ahnung, ich sehe ihn nicht mehr. Gefährliche Flora. Aber hier war noch. Da. Schwebender Kristall. Bin mir unsicher, ob die was taugen. Müssen wir mal gucken. Boah, was geht denn hier? Ist ein Riesenfeld mit Sterndorn. Und diese ganzen Kristalle hier. Ja, da kommt jetzt hier erstmal kacken dreisten Basiscomputer hin. Alles meins. Wenn man die sammelt, außer Reichweite geht, dann spawnen die einfach wieder neu, also direkt Basiscomputer hin. Sodele. Wir werden hier aber nichts hinstellen, wir werden das nur gelbe Kristalle nennen. So. Gelbe Kristall. Gott, keine Ahnung, ob Kristall so schreibt. So peinlich jetzt. Kristall. Oh ne, doch, geht. Also, da hinten ist ein Tier.
Gott. Hier habe ich gesagt. Das ist auch ein Schwein. Ah. Also die Tiere wollen ja einen doch verarschen. Guck mal, der kommt hier hin. Hat man da einen Impulswerfer? Das Vieh. Ja, krass, der Impulswerfer schießt irgendwo hin. Ja, fällt doch einfach tot um, ey. Ach, guck mal, hier ist eine ganze Farm. Eine Tierfarm. So. Guck mal, der ist aggressiv. Ja, aggressive Tiere müssen getötet werden. Gehe ich auch von aus. So. Ui, wir scheinen die... Oh, die ist fertig. So, dann müssen wir jetzt mal unsere Knarre wechseln, sonst kommen wir da nicht in die Tür rein. So. Nee, wie wo? Da lang. Also schöner Planet. Denke ich mal. Wenn der nicht so... Hier war, habt ihr das? Da war ein grünes Symbol. Vergrabene Mineralformation. Hey, gibt's ja alles. Und angeblich kann man die hier als Haustier haben. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. In dem blöden Sturm sehe ich die Viecher auch nicht. Also da hinten sind welche. Ist hier auch irgendwo einer? Also das müsste man mal in Betracht ziehen. Wenn hier kein Sturm ist. Wir müssten hochfliegen und dann damit füttern. Dann müssten sie eigentlich nach unten kommen. Das Problem ist ja einfach nur, da hochzukommen. Sie nämlich... Außerdem habe ich auch das Gefühl, die fliegen mal weiter weg. Kommen wir da hoch, kommen wir da hoch, kommen wir da hoch, kommen wir da hoch. Los, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Oh Gott, scheiße, sind wir weit weg. Ja, Ah, schade. Ah, wo ist denn das Gebäude? So. Also erst lila. Wir haben ja lila Planeten gefunden mit Weißwetter. Und so einen suche ich eigentlich. Also mit vernünftigem Wetter. Für eine schöne Basis halt dann, ne? Ich weiß, es ist schon wieder ein bisschen später, aber wir machen die Mission jetzt hier noch. Wir wissen, was, wo der Gecko uns schon wieder hinschickt. Ja, jetzt sie wieder nicht ausgewählt. Das Ding als Fliegetier. Voll cool. Nee, da. Bergen. Da. Wo ist die Tür? Da drüben. Wir hätten jetzt natürlich die Mission mit dem Hund direkt verbinden können, weil auf der anderen Seite, der ist ein Hund. Also ein Wächterhund. Aber das wussten wir ja vorher nicht. Daten herunterladen. Und wir hatten das Passwort. Mhm. Jetzt glaubt. Müssen wir ganz kurz hier warten. Also die Wächter werden wir natürlich auch noch irgendwann schlachten gehen, aber... Wenn wir mal den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Wächter schlachten. Damit wir in das geborgene Glas kommen. Ah, das Geräusch kam jetzt aber ein bisschen sehr spät. So. Los, einsteigen, einsteigen, einsteigen.
So, da ist sogar ein Berg. Mit lila Spitze. Lila Spitze. So, wo ist die Raumstation? Da hinten. Dann können wir die beiden abgeben und dann... Oh, warte, nicht, dass der Gag uns jetzt dann mal losschickt. Weil wir haben ja gerade für ihn so gesehen was gemacht, ne? Das war so eine komische Mission, die man einfach ignorieren kann eigentlich, aber ne. Eine Fischkopf voll, das ist ja so. Oh nein. Oh Gott, ich drück. Wie wir da einreichen? Oh. Hey, wieso? Was zum... Da jetzt nicht oder was? Ich habe ihm beide. Ja. Hut-Tricks. Ich weiß nicht. Hoffentlich, als wir gelandet sind. Also, man muss eine abgeben, eine Stunde warten und dann die andere abgeben. Super Konzept, ey. Ja, lass dich anquatschen, scheiß Gag. Ah. Oh. Einreichen. Oh. Fertig. Ertrag 1 von 2. Oh. Jetzt mal die Mission auswählen. Das ist eine dämliche Scheiße. Zum Missionsagenten. Krass, ne? Hat nicht mal ein Symbol. Alter, müssen wir zu einem anderen. Da steht irgendein Missionsagent. Alter, wenn wir jetzt woanders hin müssen. So. Ja, und abgeschlossen. Verträge für die Kick-Cap schließen geht trotzdem nicht. Oh, was ist das für ein asozialer Scheiß jetzt hier? Oh ja, zeig die Mission an, du Vogel. Ja, blend die nur nicht ein, ey. Also, man muss auch noch spezielle Missionen machen. Diese Gag, die gehen mir immer mehr auf den Sack, ey. Ja, und welche... Stimmt nur die mit den Gag-Kennzeichnung, oder? So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal.